Ja, dann habe ich den ersten Tritt gehört. Die Tür fiel dann, lag am Boden. Ich bin dann daraufhin direkt über die Tür drüber und habe mich dann an meiner Klimmzugstange, die in meinem Flur hängt, mich dann da dran gehangen und konnte die beiden dann durch einen gezielten Tritt dann wieder aus meiner Wohnung raus befördern. Nach dem, was ich über den Fall weiß, ist das, was er gemacht hat, durch Notwehr gedeckt. Das Ganze hätte ganz anders ausgehen können. Also so wie die drauf waren, also ich meine, die treten eine Wohnungs- und eine Haustür ein und die waren halt sehr aggressiv. Ich glaube, das hätte Verletzte geben können, auf jeden Fall. Und bitteschön. Und los geht's. Einfach nochmal aufmachen, bitte. Okay. Jawohl. Okay, dann können wir nochmal loslegen. Ja, ich habe dann gehört, dass sie unten die Tür aufgetreten hatten und dann zum Hausflur hoch sind in meine Etage und dann angefangen haben, gegen meine Tür zu treten. Ich habe mich dann halt hier hingestellt und habe versucht, das Ganze zurückzudrücken, war mir aber nicht möglich, weil die zu zweit waren. Ja, habe dann gewartet, bis die Tür fällt und habe Anlauf genommen und konnte mich dann so an der Stange dann, ja, konnte ich den Angriff abwehren. Noch einmal zurücknehmen, bitte. Und wieder hin. Und wieder weg. Und bitteschön. Jawohl. Und los geht's. Und los geht's. Und bitte!
Und die Hand wieder. Und oben bitte nochmal. Wieder weg. Los geht's. Dann noch nach oben. Und bitte. Ja, die Tür, die ist hier beschädigt worden und ganz aus den Angeln gerissen, das Ganze. Dadurch ist auch die Sprechanlage beschädigt worden, die ist immer noch kaputt. Und mein Bild, das hing hier, das ist runtergefallen und zu Bruch gegangen. Ja, also die haben schon ordentlich hier randaliert. Ja. Ja, das Ganze fing an mit einer Schlägerei vor meinem Fenster. War eine größere Schlägerei, also so, ich denke mal 5 gegen 5 oder was in der Richtung wird das sein. Hab dann die Polizei gerufen, die kam dann vorbei und haben die ganze Sache geschlichtet. Hat auch die Männer halt des Platzes verwiesen und ja, da habe ich mich wieder hingelegt zum Schlafen. Und ja, und die drei von denen kamen dann wieder und haben weiterhin randaliert draußen vor meiner Haustür, haben sich halt aufgeregt, waren aufgebracht, wie auch immer, gegen die Scheibe geschlagen von dem Laden gegenüber. Und ja, und dann habe ich halt aus dem Fenster gerufen nach einer halben Stunde, dass ich gerne Ruhe hätte und ob die vielleicht woanders weiter pöbeln könnten. Ja, das ist den Ganzen nicht so gut bekommen. Ja, die haben sich dann halt darüber aufgeregt, tierig, und ja, haben dann hier gegen mich quasi randaliert und wollten mir dann Sachen ins Fenster schmeißen, die aber fest waren, also befestigt, und haben dann gesagt, gut, dann kommen wir hoch. Ja, ja gut, erstmal klang das für mich also sehr unglaubwürdig, weil man rechnet nicht damit, dass jemand jetzt in meine Wohnung einbricht. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, dann habe ich gehört, dass unten gegen meine Haustür getreten wurde und ja, hab das dann mitbekommen, dass sie da einer dann gerufen hat, ja, wir sind jetzt drin. Ja gut, und dann bin ich halt, habe ich mich darauf vorbereitet, habe mich in den Flur gestellt und ja, mich auf den Angriff, ja, habe ich dann erwartet. Ja, was ging mir durch den Kopf? Die sind jetzt drin, die kommen jetzt wirklich und ja, jetzt bereite ich mich vor und versuche das Beste, um meine Wohnung zu verteidigen und mich selber. Ja, ich bin, also gut, durch meinen Beruf, durch die Bundeswehr, habe ich halt ja, gewisse Ausbildungen, wo ich mich halt schnell darauf vorbereiten kann, auch wenn ich gerade aus dem Schlaf rauskomme oder halt gegen Gewalt, Krach, wie auch immer, solche Situationen, mich darauf vorzubereiten, mental, sage ich jetzt mal. Ja, und habe mich halt darauf eingestellt. Ja, dann habe ich den ersten Tritt gehört und die Tür kam auf mich zu. Ich habe versucht, die nochmal zurückzudrücken. Ja, war mir aber nicht möglich, weil die halt zu zweit waren. Und dann dachte ich mir, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch habe, ist zurückzugehen, zu warten, bis die Tür liegt und dann den Überraschungseffekt auszunutzen, um dann auf den Angriff entgegenzugehen. Wie sah der Tag? Ja, die Tür fiel dann, lag am Boden. Ich bin dann daraufhin direkt über die Tür drüber und habe mich dann an meiner Klimmzugstange, die immer am Flur hängt, habe mich dann da dran gehangen und konnte die beiden dann durch einen gezielten Tritt dann wieder aus meiner Wohnung raus befördern. Also sie wirkten sehr erschrocken, dass das Ganze jetzt so passiert und vielleicht auch aufgrund meiner Größe, weil sie mich nur im Fenster gesehen haben. Und ja, sehr erschrocken und überrascht und ja, die lagen dann natürlich sofort im Flur und konnte dann die beiden fixieren und musste nur noch auf die Polizei warten, dass sie abgeführt werden. Ja, man handelt einfach nur. Man hat halt gewisse Sachen gelernt in den letzten Jahren und ja, so oft gelernt, dass man das im Unterbewusstsein lenken kann quasi. Und ja, so ist das. Ich habe das Ganze im Unterbewusstsein, habe ich gehandelt und das war genau das Richtige. Also ob ich nochmal so reagieren würde, weiß ich jetzt nicht, weil wenn ich das Gleiche nochmal machen würde, dann würde der Einbrecher ja wissen, was ich tue.